Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir werden heute den Creeperwald machen, denke ich. Und zwar erstmal zum Reinkommen auf Stufe 45. Ich 10 ist 10 mehr. Mal gucken. Mal einfach mal schauen, wie schwer der jetzt wirklich ist für uns. Sonst müssen wir im Notfall, was ich nicht denke, eine Schwierigkeitsstufe runtergehen. Aber eigentlich will ich ja nur noch hochgehen, ne? Bis ich dann 62 wieder drauf habe. Genau. Das ist so der Plan gerade. Oh, gestern haben wir nämlich das Spiel endlich durchgespielt. Was heißt endlich, ne? Es war echt gut. Also, ne? Mochte ich sehr das Spiel. Und deswegen spielen wir auch noch den Auf Abenteuermodus und Geheiß des danach noch den Erzählers sind nun alle Böser. freien Bürger. Aber das können wir jetzt eigentlich. Eigentlich kennen wir das ja. So. Sieben Truhen, okay. Hä? Achso, eine habe ich schon vorher irgendwann mal geöffnet. Wow. Doch so viele. So, wie faltet ihr aus? Okay, zwei Schläge. Zwei Schläge. Muss auch sagen, ja, meine Waffe ist immer noch auf Stufe 34. Also es gäbe auf jeden Fall noch was Besseres. So, du kannst kommen, damit ich da unten mal eben vorbeischauen kann. Ob hier unten vielleicht noch irgendwas sich versteckt hat. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Oder? Habe ich was aufgedeckt? Nee, habe ich nicht. Okay. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Da ist er. Hallo. Weg mit dir. Oh, ich habe im letzten Part gar nicht drauf geachtet, ob wir den Dungeon zu 100% sich fertig hatten. Schade. Oh, Essen. Lecker, lecker. Wie viele Pfeile habe ich? 26 Pfeile nur. Oh, das ist ja mal wieder nichts. Das ist ja echt nichts. Vielleicht braucht man die Pfeile einfach hier nicht so dringend. Schweinefleisch. Ja, nehme ich gleich. So. Ich meine, da unten, da ist ja mal wieder viel, viel los. Oh Gott. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Ach, egal, hier. Oh Gott, ich komme da gar nicht hoch. Ich kam da gar nicht hoch. So. Pfeile sind sehr gut. Oh, komm mal her. Ach so, ach, das ist meine Giftwolke. Ach, ich bin auch so lost manchmal. Als ob mir das nicht aufgefallen ist, dass das meine wäre. Ach, Leute, Leute. Wieso nennt man das eigentlich den Creeperwald, wenn hier am Anfang eh nur Zombies erscheinen? Das ist, glaube ich, eine berechtigte Frage, Leute, oder? Ich glaube schon. Oh, Skeletons erscheinen ja auch schon. Oh, der hält aber viel aus. Oh mein Gott. So. Ja, ich glaube, ich muss erstmal euch hier wegmachen. Und einmal Schnelligkeitstrank. So. Dich auch. Ja, komm, Skeletons. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, da oben geht's halt weiter. Aber ich wollte nicht so viel mit Dings arbeiten. Mit Pfeilen. Ich habe nämlich nur so wenige. Und ich weiß nicht, ob vielleicht jetzt hier auch am Ende ein Boss hinkommt. Wegen dem Abenteuermodus. Das weiß ich alles nicht. Aber wir gehen erstmal hier unten. Oh, hier ist aber nur eine Vase. Ist ja schon wieder traurig. Traurig. Hier ist gar nichts. Ich fasse es nicht. Passt es nicht. So. Ja. Och nee, habe ich ja komplett verschissen. So, den Apfel, den spare ich mir mal eben auf für die Heilung. So. Ups. Daneben. Ja, den haben wir befreit. Also es ist schon echt ein bisschen schwieriger.
Das kann ich auf jeden Fall sagen. Denn die Gegner sind kein One-Hit mehr, sondern Skelette 3-Hit manchmal. Was sehr, sehr hart ist tatsächlich. Hier ist aber auch nichts. Ach stimmt, ich könnte auch mal verzaubern. Ich verzauber mal eben was. Das haben wir auf 1. Gut, dann können wir dich verzaubern. Hier. Super. Sehr schön. So, weg mit euch. Weg mit euch. Oh, dich will ich auch haben, danke. Gucken wir mal hier. Ah, hier sind doch noch Gegner. Oh, sogar etwas mehr. Eat with me. Ach, das ist der. Ah, ja, ja. An die Stelle kann ich noch dran erinnern. Weißt du? Ja, ja. Oben hätten wir auch hergehen können. So, hier ist nichts. Ah, da haben wir schon mal eine Truhe. So, hier, bitteschön. Nimm das TNT. Ich komme hier nicht durch, ihr Dinger. Ja, weg mit euch. Oh. Oh, hier ist noch einer. Okay. Oh, da kamen aber viele hier Emeralds raus. Ja. Na, es geht noch, Leute. Aber man merkt schon, die machen alle ein bisschen mehr Schaden. Man kommt nicht mehr allzu leicht hier durch. Hier haben wir wieder einen Dungeon. Gehen wir da rein. Also das ist wahrscheinlich der Creeperwald. Die gruselige Gruft. Aber wir können gerne reingehen. So. Hier, bitte TNT. Und ich kümmere mich um die hier. Sehr schön. Oh Gott. Hier, weg mit euch. Sehr schön. Eine Truhe. Eine Truhe. Oh, eine Axt. Aber ich mag Äxte nicht so. Wie groß ist das denn hier? Oh, ist eigentlich schon wieder groß hier, ne? Ich meine, die gruselige Gruft, die machen wir eh noch morgen. Dann kann ich hier eigentlich auch beruhigt rausgehen, glaube ich. Ja. Würde ich schon sagen. Die Kiste haben wir nochmal mitgenommen. Dann gehen wir jetzt nämlich hinten her. So, 3 Emeralds. Da. Haben wir noch eine Kuh. Bin gespannt, ob die mitzählen. Nicht, dass ich die 100% nie geschafft habe, weil ich die Kühe nicht immer alle getötet habe oder Schafe. Das wäre natürlich sehr, sehr traurig. So. Oh, Pfeile. Pfeile ist gut. Die schnappe ich mir doch mal. Dich schnappe ich mir aber auch. Das ist ein Schlüsselsymbol oben, ne? Okay. Vielleicht muss man sich das mal merken. Vielleicht, aber nur vielleicht. Ach komm, ich töte Tiere nicht alle. Wahrscheinlich ist links der Weg. Deswegen gehen wir erstmal nach rechts. Da ist nämlich eine Truhe. So. Wo mich die Emeralds eigentlich nicht so interessieren. Ja. Sehr gut. Weg mit euch. Hier ist aber auch nichts. Hier haben wir noch eine Vase. Wie viel gibt's denn mir? 2. Danke. Danke dafür. So, geh mal. Oh Gott, das ist wieder ein stärkerer. Aber den kriegen wir auch noch weg. Oh, ich habe dich gerade mit einem Schaf verwechselt, liebes Skeleton. Oh, da haben wir den ersten Creepy.
Er ist ein Creep. Mann, diese kleine Quelle ist echt schön, aber ist einfach nichts. So, wie viel Schaden? Okay, 2. 2-Hit, also. Ist hinter was? Nope. Nee, ist es nicht. Okay. Dann gehen wir weiter. Ah? Oh, der ist direkt explodiert. Okay, ist gut zu wissen, dass die gefühlt direkt explodieren. Heißt, Fernkampf ist jetzt wieder wichtig. So, komm her. Ihr könnt alle herkommen. Ich habe genug Schläge für euch parat. So, hier, komm. Einfach A drücken. Super. Machst du hier Liegestütz? Okay. So, weg mit dir. Creeper erstmal wegschießen. So. Da ist auch noch einer. Ich muss nicht mal lange drücken hier. So. Ich möchte ungern in Fäden eingewickelt sein, wenn ein Creeper kommt. Okay. Sind wir schnell, aber schnell ist nicht immer gleich gut. Oh, Levelausstieg. Super, das ist auf jeden Fall gut. Und das nicht so ganz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich darf die Creeper nicht unterschätzen. Ist ganz, ganz schlimm. So, weg mit dir. Sind wir hier noch ein Creeper? Nee, doch da. Und da auch, und da auch. So. Und da hinten auch. Sind da auch noch 2? Ja. Weg mit dir, Skeletten. Oh Gott. Ja, ihr habt mich aber erschreckt, ey. Wirklich. Oh, oh Gott, die können ja Bogen schießen. Daran habe ich nicht gedacht, tatsächlich. So. Weg mit euch. Weg mit euch. Sehr schön, das haben wir geschafft. Hier ist nichts. Okay. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Aber die haben mich auf jeden Fall erschreckt. Das ist halt passiert jetzt. Oh, sind wir hier? Hier ist ein Brunnen. Hier, ich weiß nicht, ob ich hier jemals reingegangen bin. Wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, dass es hier ein Haus gibt. Aber cool. So, dann gehen wir mal wieder raus. Raus, Haus, ha. Hier unten ist nichts, okay. Hätte mich auch gewundert, wer hier ich bin. Oh, hallo, ihr Spinnies. Oh. Stimmt. Gab es hier den Spinnenwald? Das kann auch sein. Sieht nämlich danach aus. Ja, okay, gab es. Gab es auf jeden Fall. Oh, ihr Spinnies. Oh, eine Verzauberte wäre schon mal weg. Und dann können wir mal hier das da machen. Oh, die andere Spinne, die will hier auch noch Ärger haben. Und ich zieh mich mal kurz zurück. Oder mache es mit Vorsicht. So, super. Kann's auch noch weg. Jetzt hätte ich ganz gerne mal wieder eine coole Kiste. Aber die bekomme ich hier wohl nicht. Ich meine, die Spinnen sind jetzt nicht allzu die großen Gegner. Oh, oh, ein Schwein. Ist natürlich sehr cool. Ja, hier, mach mal so. Perfekt.
Und dann hier Schwein. Schwein, 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 Schwein. Komm, gib mir was. Nimm Bogen. Ist er besser? Oh Gott, er ist besser. Der Bogen ist besser. Das ist schon mal sehr schön. Ist hier unten noch was? Müssen ja gucken. Nee? Okay. Dann haben wir noch eine Spinne. Hier ist noch eine Vase. 46. Oh, der ist auf jeden Fall besser. Dann tschüss, mein schöner Bogen hier, ne? Tut mir fast schon ein bisschen weh. Wir haben ja einmal Beschleunigung. Okay. Rückstoß. Unendlichkeit ist auch ganz cool. Kettenreaktion, Tempo. Angriffsgeschwindigkeit, brauche ich das? Haupteigenkreatur für Physik. Achso. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden. Okay, dann nehmen wir das auf jeden Fall wieder mit. Erhöht den Rückstoßeffekt von Fallen. Na, ich weiß nicht. Er hätte eine gewisse Wahrscheinlichkeit sofort nach dem Schuss einen neuen Fall. Mhm. 8 Erholung per Schuss wäre auch ganz cool tatsächlich. Ach, 8%. Aha. Ich weiß es nicht. Komm, wir nehmen erstmal Unendlichkeit mit. Ich denke, damit können wir nichts falsch machen. Hier haben wir noch eine Vase. Okay. Dann gucken wir mal hier. Ich denke, damit können wir nichts falsch machen. Ich meine, wir machen jetzt echt richtig guten Schaden. Befreie die Dorfbewohner. Okay, mache ich. Mache ich doch gerne. So, hier, weg mit euch. Ihr habt doch überhaupt keine Chance gegen mich. Oh Gott, das Magier. Der hat mich überrascht. Der hat mich überrascht. So, hier haben wir noch Vasen. Hinter irgendeinem Ding ist auch noch eine Truhe. Ich glaube, daran konnte ich mich noch erinnern. Also kann ich mich jetzt noch daran erinnern. Ja, hier, bitteschön, weg mit dir. Dass hier nichts auf dem Altar liegt, ne? Wie in anderen Dungeons. Das ist ja noch hier. Oh Gott, hier ist ein etwas größerer. Aber den haben wir auch. Perfekt. Haben wir auch nochmal zwei. Aua. Macht nichts, wenn er mich einmal geschlagen hat. Eine Axt, die ich nicht war. Oh Gott, dessen. Och Mann. Ich muss hier mal durch. Geh weg. Danke. Und danke für den Bogen, den ich aber nicht brauche, leider. Aber hier sind Pfeile. Pfeile sind immer gut. Pfeile sind immer gut. So, hier, bitteschön, nehmt das mal mit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, kommt her, kleine Dinger hier. Sehr gut. Oh, hier stand... Oh, oh! Hier ist einfach doch ein Dungeon. Oh mein Gott, Leute, ich wusste es. Ne? Letztes Mal. Ich will ja nicht sagen. Letztes Mal konnten wir da nur einmal runterdrücken. Und jetzt konnten wir schon das zweite Mal runterdrücken. Oh Gott, hier ist ein Enderportal, oder? What the fuck? Aufheben. Wie? Hallo? Was habe ich da aufgehoben? Ich weiß es nicht. Ich dachte, hier entsteht jetzt ein Portal. Aber hier entsteht, glaube ich, gar nichts. Und wieso ist da hinten noch ein Dungeon? Hier rechts, unten. Weiß ich nicht. Aber was habe ich da aufgesammelt? Nichts, oder? Irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Das ist noch neu. Hier ist noch eine neue Waffe, okay. Wo denn? Ich sehe hier nichts Neues, okay. Hm. Seltsam, Leute. Müssen wir uns mal merken, dass ich da irgendwas aufgesammelt habe, wovon ich aber noch nichts weiß. So. Die sind gestunnied. Super. Geh mal weg.
So, hier. Der Magier hat sich... Ach, Mann, er konnte nicht ausweichen. Das ist echt ein bisschen traurig, aber nur ein bisschen. So, und du hörst auf hier... Hier, ne? Deine Magie anzuwenden. Denn das ist nicht gut. Not gut. So. War hier dann die Kiste dahinter? Also ich bin noch ein bisschen verwirrt von dem Dungeon. Weil, ne? War schon ein bisschen seltsam, tatsächlich. Wir haben was aufgehoben, haben es aber irgendwie nicht bekommen. Oder ist das so eine Art Rune? Oh, es könnte auch eine Rune sein, Leute. Da müssen wir gleich mal vorbeigucken, ne? Okay, super. Dann hätten wir das ja auch geschafft. Können wir ja weitergehen. Können wir ja weitergehen. Hier hoch, ne? Vorräte, ein paar Pfeile. Super, dann kann ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr mit Pfeilen schießen. Hier haben wir nichts. Macht mir aber noch zu wenig Schaden. Tatsächlich. Ja. Sehr schön. Oh, Magier, weg. Weg mit dir. So, ihr könnt auch weg. Oh, 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 oh. Magier. Bam. Nehme ich mir mal alles hier mit. So, hier, bitteschön. Ah, Essen. Magier weghauen. Das ist sogar noch einer. Ist mir jetzt auch egal. Hier, bitteschön. Weg mit dir. Danke. Ach Gott, da ist noch einer, ey. So. Haben wir es? Nee, haben wir nicht. Oh Gott. So, jetzt aber hier. Weg mit euch. Weg mit euch. Sehr gut, sehr gut. Hier haben wir auch noch einen. Da haben wir noch Magier. Da haben wir sogar noch einen Magier. Oh, den habe ich irgendwie komplett versemmelt. Aber das macht nichts. So, der ist weg. Sehr gut. Achso, wir müssen hierher. Oh, aber rechts ist auch noch ein Weg, Leute. Ah, Spinnies. Spinnies. Ich finde den Schwierigkeitsgrad noch in Ordnung. Müssen wir mal gucken, ob wir diesen so beibehalten oder nicht. Weil ich bekomme hier auf jeden Fall schon gut Schaden. Aber durch meine Verzauberung, dass ich, wenn ich Gegner töte, auch wieder Leben zurückbekomme, ist das eigentlich ganz praktisch. Da haben wir noch einen Magier. Wollte ich mal anstoßen. Bevor er hier Quatsch macht, ne? So, jetzt kommen hier nochmal Viecher. Okay. Ich muss aber mal eben hier. So. Oh Gott. So, weg mit euch. Weg mit euch auch. So. Und das war's, oder? Ja. Das Tor öffnet sich. Ist hier eine Kiste gespawnt? Natürlich nicht. Okay, Leute. Dann gehen wir mal hier aus dem Dungeon raus. Und schauen, ob wir jetzt eine Rune mehr haben. Meine, der Dungeon hat jetzt auch 24 Minuten wieder gedauert. Da, da, da. Schön, dass dieses Geräusch kam, aber ich sah nichts. Ich habe nichts gesehen. Okay, nur 79, ist nicht schlimm. Ich habe auch nicht so viel erkundet diesmal. Köcher der Pein. Köcher der Pein verschwimmt starke magische Energie, die sich aus der Kraft der Untoten speist. Okay, interessant. Wir gehen mal ganz kurz schnell da hinten gucken. Ob wir jetzt eine neue Rune haben. Ups. Denn das sah danach aus, würde ich sagen. Würde ich sagen. So. Dann wollen wir mal drücken. Ja, haben wir. Cool.
Cool. Ich bin gespannt, wie viele Runen man braucht. Vielleicht 6, vielleicht auch mehr. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.